I think Vadim is in love with you, Lisa. I don't know if I can train with you because you do little weights, I do more weights. Lisa, you like more static guys or like stronger guys? He saved me, but you never touch girl. Er wird ausgelaugt. So, Freunde, es geht los. Ein Kollege aus Deutschland hat uns gesagt, er kommt vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, wäre es jetzt angebracht, wenn wir mal den besuchen gehen. Hallo, wie ist es? What name? Vadim Brick, aka Russian Mass Monster. Now we don't have a Russian guy. Really? You don't allow Russian customer? Why? Vadim Brick Mass Monster you don't have? Vadim! Digga! This is Vadim Brick, aka Mass Monster, you know? Yeah, ich glaube, die hat sich im Arm gefunden. Oh! When? Who are you? She want me, Martin. Not you, she want me. You know who also want me? Lisa also want me. Ja. Vadim, also, okay, es ist krass, ich hab's für mich erwartet, Vadim. Also, ich finde dich jetzt lächerlich, aber da kommen wir später noch zu. Aaron, Verstärkung auch aus Deutschland mitgebracht. Digga, du bist absolut braun, Mann. Du bist brauner als ich. Normalerweise bin ich immer der Bronze. Ja, Jungs, ich sag euch, eine Woche hier, dann geht das schon. Aber ich hab noch Zeit, mich zu tannen, wofür jetzt aber auch noch ein bisschen Zeit habe, mich ready zu machen für Lisa. Ich glaube jetzt in Blumen, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, aber Bro, es ist ernst zwischen mir und dir. Also wirklich ernst. Digga, plant ihr das schon? Ist das der einzige Grund, warum man seit 5 Tagen, Bruder, Lisa ist mein. Er sitzt komplett auf der. Also warte, ich hoffe, dass du nicht nur deswegen hier bist. Das Problem ist, Freunde, was ich jetzt habe. Er spricht Russisch und er kann ihr komplett die Scheiße eigentlich über mich einreden. Ich hab mich eingeschaut. Sing ein Lied für Lisa, ich sing ein Lied. Lisa. Okay, Freunde, jetzt müssen wir mal gleich ein ernstes Wort zum Ende hier. Also, Jungs, ich verstehe ja Spaß. Und ich verstehe auch, wir drehen hier ein Video und wir machen hier Drilala, haha. Aber irgendwo ist die Grenze überschritten. Ich wollte jetzt noch nicht sagen, aber wenn das so weitergeht, dann muss ich ein ernstes Wörtchen hier mit den Kollegen hier reden, weil so geht das definitiv nicht. Wie viel zahlt ihr für das Apartment, ich frage das? 3 Euro für 7 Tage, also. Ich wurde schon wieder abgezogen. Ich werde dauerhaft abgezogen im Thailand. Ja, Mann, du siehst doch reich aus. Das ist ein OAS Tanktop. Das ist eine fucking H&M 5 Euro Hose, 2 Euro Socken und 40 Euro Schuhe. Diese Schuhe. Ja, was will ich dabei, Luis? Oh mein Gott, ich küsse euer Herz. Was will ich dabei? Warte, ruf mich an. Warte, ich hab kein Kreatin mehr. Digga, das gehört, ich hab so. Fick mir, nur noch Thailand. Ohne Witz, Leute, es ist ein bisschen problematisch hier mit Herliefern und so. Vadim, der Ehrmann hat mir was mitgebracht. Das macht ein bisschen was wieder gut, sag ich ehrlich, mit deiner Scheißaktion, die du davor gebracht hast. Aber euch beiden, ich sage euch eine Sache. Aaron ist hier der Hauptverdächtige. Der zieht sich hier schon mit Hemd an, mit Hose und sonst irgendwas. Also, aber der braucht Nachhilfeunterricht von mir, weil wenn ich dem erzähle, was manchmal bei mir so Digga, das ist crazy! Was macht er? Erzähl doch alles! Leute! Die Videos waren auch krass wie Jungs, ganz kurz, wann habt ihr das letzte Mal Berührung mit einer Frau gehabt? Ja, also ich würde sagen, nach 3 Minuten Kontakt mit einer Frau erreiche ich Muskelversagen. Und du, lieber Aaron? Ja, ich habe mit einer Frau, Loki, außer meiner Mutter, seit einem Jahr nicht mehr gesprochen. Bruder, also. Fuck. Jungs, draußen. Das wird was. Okay, Jungs, Lisa ist ein eigener Zwilling. Leute, ich schwör's euch, wenn ihr jetzt ihr irgendwas schreibt oder ihr folgt dann so, ich sehe euch, ihr Hunde. Sieht eins zu eins aus wie Lisa, also genau mein Taste. Und jetzt double your wrist. Okay, jetzt dann, ihr ist nicht erstört, ihr lübisch, Malschke, Smooth-Color. Ich hab aufgeklickt, ja. Also Jungs, wenn das funktioniert, double your wrist. I met her on the fucking plane to Bangkok. She's gorgeous. Let you cook, man. She's for real, man. Oh, Digga, was geht hier ab? Er hat gerade geliebt, dass er auf Thais steht. Nee, nicht auf Thais, sondern auf Ladyboys. Auf Ladyboys. Ja, Jungs, jetzt verdrehen wir nicht die Wörter im Mund, okay? Auf Chinese. Es gibt schon mal echt gute. So, meine Lieben, nächster Tag ist angebrochen. Digga, dieser Scheiß-Wind! It's a beautiful life.
Ja, Leute, es geht jetzt gleich los. Ich bin ehrlich gespannt, ob Vadim gleich auch so eine große Fresse hat, wenn ich mit Lisa dann dastehe. Wir trainieren jetzt nämlich zusammen zu dritt. Ich bin ehrlich, ich muss mir eine doppelte Ladung heute Koffein reinballern. Das ist das Originale. Das ist nicht das Red Bull. Ich finde es eigentlich heftig, dass Red Bull einfach das Logo auch geklaut hat. Ich glaube, die haben dafür gezahlt. Ja? Ja. Ganz kurz als Information will ich kurz sagen, ich hätte eigentlich schon vor 2 Wochen einen Deload gehabt. Bedeutet, Freunde, einfach ein paar Tage off und so weiter, um dem Körper die komplette Kapazität zu geben und Zeit zu regenerieren. Ich fühle mich momentan körperlich einfach trainingstechnisch etwas sehr erschöpft. Aber jetzt heißt es noch eine Woche durchziehen, Freunde, weil eben wir Besuch von Vadim haben und so zusammen trainieren. Und nächste Woche geht nämlich dann eine neue Reise wieder los. Ich freue mich extrem drauf. Genau in einer Woche sitzen wir im Flieger. Lisa, you come with us next week to new destination. Don't say where we go. You come with me? Yes. Yes. Es wird auf jeden Fall sehr geil und lustig. Wir haben schon ein paar coole Sachen geplant. Lisa, we meet now Vadim. Yes. How you say he talk? Hello, Vadim. How are you? You know, I think Vadim is in love with you, Lisa. Yes? Yes, I think. He never touched a woman before, so he's virgin. Baby, don't joke. It's true. I mean, it's not. It's ja nicht schlimm. I just say. You like this? Pharmacy syrup. No. You know, no bubbles. Bubbles? No bubbles, mineral water. Auf euch, Freunde, ich habe euch alle lieb. Ich küsse ohne Witz eure Herzen, ihr wisst Bescheid. Ich habe das im letzten Vlog schon gesagt, ich lese mir jedes Kommentar durch, versuche jedes zu beantworten und so weiter. Und wir wertschätzen das, auch George kann euch das wirklich berichten aus erster Hand. George freut sich extrem, eure Kommentare zu lesen, wenn ihr Props gebt, auch dem Videoschnitt und so. Man kann viel filmen, man kann coole Sachen für euch sozusagen machen. Wenn es nicht gut aufbereitet wird, Freunde und so weiter, ist das einfach halb so cool. Und deswegen auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass ihr da auch an George denkt. Ja, danke Leute, ich lese alles. Vor allem die Kommentare, wenn es von Mädels sind. Ich meine, das sind 3-4 Stück, glaube ich. Okay, Vadim ist da, mal schauen. Hallo, Vadim. Hallo. Alles gut. Alles fit, Muni. Coach. Yeah, so. Vadim jetzt nicht mehr so eine große Fresse wie gestern, oder? Soll ich aber was singen? I said to you, he's in love. Es waren ja schon ein paar Jungs, das ist mir natural. Jetzt werden wir ausgeschlossen, Bro. He has accent, you know? Really? Strong accent. So you say he speaks very bad Russian? No, not bad, but have more accent. Aber du musst ihn jetzt hier nicht schlecht darstellen lassen, ne? Ich teste nur deine Confidence hier. Aber Vadim schlägt sich gut auf jeden Fall, Freunde. Das ist Vadims Bruder übrigens. Moin, moin. Auch der Maschine auf jeden Fall gut am Start. Jetzt komm mal her. Wir haben jetzt diese Unangenehmlichkeit der Begrüßung überstanden. Was sagst du? Jetzt nicht oberflächlich so, sondern passe ich mit dir zusammen? Passt das alles, glaubst du? Wie ist deine Sicht so mäßig? Also ich kenne Lisa jetzt noch nicht so gut. Ja? Ich habe sie gerade erst kennengelernt. Aber ich habe schon viel Erfahrung mit russischen Frauen. Und die sind immer so ein bisschen dominant, weißt du, ich meine? Aber jetzt vom ersten Eindruck finde ich eigentlich ganz nett. Und ich glaube, wir passen gut zusammen. Wir haben auch vorher so einen kleinen Snap gegeben. Das hat er schon gesehen. Die Sache ist, bei uns, das erste Treffen haben wir direkt gefilmt, so für YouTube. Deswegen wird einfach wirklich die ganze Story miterlebt. Ich finde es irgendwo cool. Irgendwo ist es natürlich auch sehr privat. Ich teile einfach viel aus meinem privaten Leben. Ich habe kein Problem damit. Ich glaube, die Leute haben auch kein Problem damit. Richtig unterhaltsam. Und Manuel ist sehr authentisch, wie man sieht. Ja? Wir versuchen einfach alles zu catchen, alle Momente für euch, natürlich. So, how old do you think I am? You look older. I told her. Oh, but here I look like 27 too. What the fuck? She said in Russian, all the boys are very small and very thin. Everybody does calisthenics. A few years ago, you also were skinny, right? Well, in Germany, we always say, mass is might. No, noga mass, the girl, sure. Still. Yeah. So, scheiße, Russisch. Er wird ausgelacht. Also, sie ist schon schüchtern, Manuel. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu beeindruckt. Ja. Ich glaube, heute noch was vor. Ich bin gespannt, ich lass mich überraschen. Du kannst gerne versuchen, was du willst. Schau mal, Manuel. Wenn sie mir widerstehen kann, dem 125 Kilobyte wieder, ja, dann liebst du dich wirklich. Vadim, an der Stelle jetzt mal kurz Real Talk. Wir drehen die Beine. I don't know if I can train with you, because you do little weight, I do more weight. I told you, Vadim is very loud talking. No. I just say facts. Okay, Prost. Wie heißt das nochmal auf Russisch? Nastrovje. Nastrovje. What? You already finished? I like drink fast, you know? I'm addicted. He saved me, but you never touch girl. Bruder, erstmal no cap there. Es gibt Grenzen. You know what the Bible says? Only after marriage? Это русские повадки. Russisches Vorbild, mach der hier. Ich bete für dich, jeden Abend. Das weiß ich sehr zu schätzen.
Ich fühle mich hier wirklich wie im Kindergarten. Das ist irre. Wie bist du jetzt, Wademann? 18, gell? Wann bist du 19? 19,5, ja. Scheiße, dann bist du eigentlich gar nicht so viel eher jünger als ich. He says, feels like Kindergarten. He and he don't child, I think. Okay. But he's smart. Yes. Ich dachte, ich muss jetzt meine Beine auspacken, ey. Muss irgendwie beeindrucken. Vadim, du weißt ja, dass George eigentlich der größte Aufreißerkandidat ist. Waren es 3 oder 2? 0, ich mach sowas nicht. Ja. Gestern wird George alle Tinder-Tipps verraten. Ohne Witz. Der second swipe ist auch a match. Lisa also knows, because we had double date. You always see George in our apartment, you know, with this England girl. Also von Manieren hat Vadim hier keine Ahnung. Eigentlich ladies first. Oh, Manuel, so easy wait. I didn't know. Schau mal, da seht ihr wieder, wer einfach Ahnung hat vom Training und nicht. Was preach ich immer, Freunde? Was wollen wir? Wollen wir uns verletzen oder wollen wir Muskulatur aufbauen? 2, 3 Aufwärmsätze und dann leicht steigern und ich trainiere auch so sauber, bloß halt der Gewicht. Das ist die Devise, Freunde. So schwer wie es geht trainieren, aber natürlich so sauber und so clean es geht zu trainieren. Und wenn ihr halt ein Ego-Problem habt, dann müsst ihr halt rumflexen, damit ihr viel Gewicht ihr macht. Aller Wadim. George staut mich, was ist denn? Adam wurde on-read lassen, der Hund wurde on-read lassen. Sie hat es nicht mal gelesen, sie hat es nicht mal gelesen. Die ganze Nacht überlegt, was sie mir schreiben soll. She asked me, who is it? You have to put a good word for me. I can. Okay. Three, two more. Very good. Very good. American accent. Very good. Is your dad? Yes. You scared? A little bit. Good luck. Ist das normal so, der Wusselkang, dass wenn die Tochter einen Freund hat, dass der Vater dann so übelst? Das ist wirklich ein Vorteil, das stimmt, weil wenn meine kleine Schwester einen Freund hat, also wenn er keine 220 Kilo auf der Bank drückt, keine Chance. Ich glaube, Lisa, ich habe den Dad ja gerade gesehen, Mr. Olympiakinder, neuer Sieber. Full Power! Langsam. Also Lisa, fast so viel Gewicht gemacht wie du. Ich hab schon gesagt, Leute, Dillot. Lisa, you like more static guys or like stronger guys? Aesthetic. If men don't have powerlifting, why need strong? In a fight, when he has to secure you. Remember, George, I fight against MMA fighter in grappling. I was 40 kg more, he fucking killed me. Was? Bam, die Quads sind fett, kann man nicht sagen. Ja, seitdem ich 250 Kilo squatte, sind die echt gewachsen, muss ich sagen. Also Heavy Training, ja, also für mich, ich responde besser. Jeder Körper ist anders, Leute. Probiert einiges aus so und nagelt euch nicht fest an einem Trainingsplan oder so. Vor allem, wenn ihr Anfänger seid. If I would be jealous, I don't know, I would freak out. But I'm not jealous. I'm confident that she's mine and, you know. You're his? Ich glaube, jetzt bin ich out. Aber du hast ja noch gesagt, du hast einen Plan. Bin ich gespannt, was das für ein Plan wird. Wenn das hier funktioniert, dann habe ich es offiziell eingeschissen. Verdammt wichtige Sache, Freunde. Und zwar ist eine verdammt fette, geile Aktion gerade bei ESN am Start. Ihr wisst Bescheid, wir haben jede Woche super nice Aktionen für euch am Start, wo ihr mit dem Code Manuel immer maximal abstaut. Diese Woche haben wir zum Beispiel 20% auf Proteins und 20% auf Performance-Produkte am Start. Deswegen, Freunde, Link in der Videobeschreibung auschecken oder einfach ESN im Internet eingeben und ihr wisst Bescheid, beim Warenkorb Manuel einfach eingeben. Das ist sozusagen der Code, mit dem ihr die ganzen Rabatte bekommt und somit immer, ja, maximal sparen. Kuss, weiter geht's. So, wanna hop on? I can drive you. Oh no no, Vadim, so nicht, mein Herr. Der treibt das hier in die Spitze, Jungs. This is Vadim. I want to introduce you to you. Nice to meet you. Yes, me too. Guess how old he is? 19. Most people say I'm 27. No, your face still look young. Okay, thank you. Like you also look young. Oh, thank you, George. Mario Kleine Bastard sagt, Lisas Schwester, habe ich auch gelesen gelassen. What's up? Oh. Lisa. What she text? Hello. Also Jungs, sie verlinken jetzt, wie ich ihrer Schwester antworte. Rüyat Stana, ich bin, Deutsch, Englisch, Arabic. Rüyat Stana, Jais, zwei Sestriere, Lisa. Stana, don't be shy. Auf wie schei. Jungs, schreibt in die Kommentare, double your wrist or not. Ja, lass es uns wissen. It's now his first touch with women now. When he has to talk to women, he's nervous, you know? I'm scared. You look good, you think? Yes,
Yeah, definitely, because he's man. And Lisa also wants to guess how old he is. 16. Ja, das ist gut geil. Sieht aus wie ein 50-jähriger Familienvater. Oh. Wenn wir mal unterwegs sind, können wir schon denken, dass ich dein Vater bin. I'm your daddy. Ganz wichtige Sache, meine Lieben. Ihr wisst Bescheid, Snapchat. Ich poste jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Stories da, behind the scenes, einfach mäßig daily Vlogs. Das heißt, wenn ihr noch mehr Content sehen wollt, von Partys, Strand, Gym-Einheiten, coolen Sachen, Mindset-Sachen, alles mögliche wirklich. Dann unbedingt Snapchat adden, Freunde, Snapchat abonnieren, dann seid ihr immer up to date, Freunde. Okay, what the fuck? Vadim said we should come here. I don't know why. Ich sehe ihn. The fuck, warum hat er Blumen in der Hand? Das ist nicht sein Ernst, Digga. You know something from this? Ja, Bruder, was willst du eigentlich, Digga? Was willst du mit den Rosen? Maybe he tried this with your sister. I think now she don't like her. Oh! Bro, ich sag dir ehrlich, guter Versuch. Aber wir haben, glaube ich, gesehen, it's real between us, baby. And nothing can destroy this, right? Ich glaube, ich bleib lieber beim Bodybuilding. Okay, warte. Um es nochmal klarzustellen hier. Nimmt alles nicht so ernst, was ihr auf Social Media seht. Ich bin auch ein sehr religiöser Typ, also besonders bei solchen Themen bin ich immer eigentlich mit extra Respekt. Ist immer wieder ein bisschen Comedy dabei. Find sie ein sehr gutes Mädchen, Mau Geier. Vadim. Mich gefreut, Digi. Gut. Das ist für mich so eine ungewohnte Situation. Ich war seit 4 Jahren oder so nicht in einer Beziehung. Deswegen bin ich lost, was das angeht. Ich habe absolut keine Ahnung. I need flowers for my girl. How much? 3000. It's a joke, right? Okay, Freunde. Ich suche jetzt auf jeden Fall hier Blumen aus. Is I have a present for you. Has beautiful flowers for you. Because now they people for love. Yeah. I hope you like.